Bart ist immer noch bei mir und wir sprechen über Green Tom, über diese wunderbaren Kinderwagen, die ihr jetzt gewinnen könnt heute. Also einen könnt ihr gewinnen, einfach eine E-Mail schreiben an emily@nrw.tv und mir sagen, wie die Website von Green Tom heißt und mir sagen, ob ihr schwanger seid, was für ein Kind ihr erwartet und dann wählen wir aus den Einsendungen den Gewinner raus und werden das dann an dich weiterleiten und dann dürfen sie sich einfach einen Kinderwagen zusammenstellen auf der Seite. Genau. Eine super schöne Sache. Was ich auch toll finde, du hast ja gesagt, die viele Sachen von dem Kinderwagen sind eben aus solchen PET-Flaschen gemacht. Ja. Aber innen drin, also die Matratze, die zum Beispiel in dieser Wanne drin liegt, die ist was ganz Besonderes. Ja, also diese Matratze. Ich halte das mal fertig. Ja. Also Oberfläche ist hergestellt aus Bio-Baumwolle, Hinterseite auch. Und der Innenseite, also so. Also dieser Style ist gemacht aus Schafswolle, holländische Schafswolle und Flachs. Also das ganze Innenteil kommt aus Holland, ist sehr hochwertig. Also unseren König schläft auch auf die Matratze, also auf dieses Innenteil von gleichen Hersteller. Wird bei uns in Holland, in Tilburg, wird das hergestellt und wir nähen das Ganze zusammen in Holland. Selbst also den Faden, also Nähfaden ist aus Bio-Baumwolle, also das ist aus Bio-Baumwolle, also es ist alles Bio. Eine sehr aufwendige Matratze, aber wir als Green Tom finden, also dass die Kontaktfläche, wo das Kind sich hinlegt, also das soll wirklich extrem hochwertig sein. Absolut, und ich werde jetzt keinen anderen Namen nennen von anderen Firmen, aber viele große Hersteller, die von den bekannten Firmen achten da nicht so drauf und absolut die werden nicht aus ganz anderen Materialien hergestellt, die Matratzen. Genau, also dann benutzt man öfters Polyester, Plastikmaterialien, die wir also an der Außenseite benutzen, also wird da an der Innenseite benutzt. Mhm. Und das ist nach unserer Meinung nicht der richtige Wahl. Also wir spendieren also unsere Kosten mehr an der Innenseite, um wirklich schöne, vernünftige, sehr hochwertige Materialien für das Kind zu haben. Dann gucken wir uns jetzt mal den Kinderwagen oder die du dabei hast, mal in Ruhe an. Ich muss mal kurz mein Ohr rausnehmen und dann stehen wir mal auf. Denn wir müssen ja für die Jungs, die gleich die Challenge antreten werden, mal zeigen, wie das Ganze funktioniert, wie man das zu- und aufkriegt. Und du hast schon gesagt, bei dem Gestell, wie man es zukriegt, das schaffst du in 1,5 Sekunden. Ich glaube, die Jungs kriegen das nicht hin. Fangen wir jetzt mal an mit dem, was sie machen müssen, mit diesem Teil zum Beispiel. Nimm mal die Tasche. Die Tasche hier, die ist übrigens auch sehr praktisch, wenn man die hinten am Kinderwagen dranhängen kann. Ich zeige dir zum Beispiel, also die Tasche ist hergestellt. So, ja. Die Tasche ist hergestellt aus 20 Softdrink Bottles. Also 20 kleine Halbliter Flaschen, Recyclerflaschen macht so eine Tasche. Hängt hier drin. Ja. Und wenn die dann irgendwann nicht mehr so brauchen ist, dann schickt man die wieder zurück und sagt, ich will was anderes dafür haben. Genau. Das ist ja schon echt eine großartige Sache. Stimmt. So, also. Also, die Jungs müssen. Ich schlage vor, also. Ich halte mal, genau. Ja. Also, wir nehmen erst den Sitz ab. Ich mache erst das Gestell mal. Moment. Das Gestell mal zusammenlegen und so fangen wir an. Jungs, schaut mal her. Genau, Jungs, schaut her. So wird er gleich da stehen. Ja, so dann steht müsst er. Ihr als allererstes es aufmachen. Aufmachen. Und das heißt, aufmachen heißt lösen an der linken Seite, Knopf drücken. Und Fuß hinter das Rad stellen und Schieber. Oh. Ja, okay, das ist glaube ich. Das ist gestellt, fertig. Also, so schnell geht das. Dann Bremse betätigen. Steht. Okay. Dann nimmt man den Sitz. Den Sitz aufstecken. Fertig. Okay, dann müsst ihr es aber nochmal umdrehen, weil die Kinder wollen ja nicht immer nur die Eltern angucken, sondern wollen auch mal gucken, was. Das macht man nicht sehr oft, also das ist das macht man nur ab und zu. Ja, genau. So benutzt man das Gestell mit ein kleines Kind und dann es umdreht, ein großes Kind. Genau. Aber das zeigen wir auch. Ausziehen. Knopf drücken. Umkehren. Knopf drücken. Umkehren. Dann rastet das immer ein. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber es muss einrasten, sonst funktioniert das nicht. Und wieder einstecken. Ihr passt gut auf, ja? Sehr gut. Und fertig. So, jetzt müsst ihr es noch wieder abziehen. Natürlich. Beide Knöpfe drücken, ziehen. Fertig. Dann müsst ihr noch das kleine Baby auch noch in die Wanne legen.
Moment. Umstellen. Das lassen wir dann gleich auch so gestellt, dass es richtig ist. Ja. Genau. So. So. Und ich als erfahrene Mutter kann schon mal sagen, das, was hier passiert, ist viel einfacher als das bei vielen anderen Kinderwagen oder bei allen, die ich kenne. Jetzt kann man herumfahren. Genau, da müsst ihr einmal im Kreis fahren. Eine Hand, ja. Ja, sehr schön. Und dann wieder zusammenlegen. Und dann Bremse betätigen. Deck runter. Abnehmen. Dann zusammenfalten. Aufpassen. Drücken und drehen. Also diese Seite ist geöffnet. Andere Seite drücken. Und dann seid ihr erst fertig. Wir werden gleich die Zeit stoppen. Vielleicht etwas zu viel, zu kompliziert. Vielleicht können wir es etwas einfacher machen. Ach, ich glaube nicht. Ich glaube, es muss so kompliziert bleiben. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Okay, cool. Wir machen jetzt mal eine ganz kurze Pause. Beziehungsweise, ich weiß nicht, wer macht jetzt? Die sind erst mal dran und dann sind wir dran mit der Challenge. Und Bart, vielen Dank, dass du es so schön vorgeführt hast. Gern geschehen.